Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 19 unseres HTS Adventskalenders. Wir sind immer noch beim Thema Rollen im Rudel und heute beschäftigen wir uns mit der Rolle roter Polizist. Roter Polizist bedeutet zum einen, dass rot, es ist ein körperlicher Hund und es ist ein extrovertierter Hund. Und es ist ein Hund, der mir in der Regel vorgestellt wird, wenn man nicht weiß, was man da an der Leine hat, als ADHS-Hund, weil der Hund sehr, sehr unruhig ist und häufig schon als Welpe sich schwer getan hat zu schlafen. Wenn man die Rolle aber versteht, dann weiß man, dass hinter dem Ganzen ein Sinn steckt. Dieser Hund hat nämlich im Rudel Wach- und Schutzaufgaben. Das heißt, es ist seine Aufgabe zu wachen und dem Rudel Bescheid zu sagen, wenn ein Außenreiz kommt. Das ist auch der Grund, warum man einem roten Polizisten, wenn er bellt, nicht einfach sagen kann, auspfui, lass das, das versteht er nicht, sondern man sollte zumindest am Anfang hingehen, sich für diese Meldung bedanken und so ein, zwei Wochen lang mal tatsächlich rausgucken, um zu schauen, was für einen Außenreiz er gemeldet hat. Der rote Polizist ist ein Hund, der sehr schnell eine Erwartungshaltung aufbaut. Das bedeutet, das, was zum Beispiel einer grauen Eminenz Sicherheit gibt, Struktur und immer wieder gleiche Abläufe, das ist beim roten Polizisten ganz anders. Wenn immer wieder alles gleich abläuft, dann baut er im 0,0 Erwartungshaltungen auf. Und wenn er noch dazu neigt und ein bisschen ein gesprächiger Hund ist, dann wird er, sobald er eine Erwartungshaltung hat, anfangen zu quietschen. Wichtig beim roten Polizisten ist es, dass man besonders draußen bei Außenreizen, was andere Hunde angeht, darauf achtet, dass dem wirklich nicht an der Seite des Menschen irgendwas passiert. Die Hauptursache für Leinenaggression beim roten Polizisten ist, dass er entweder in der Nähe seines Menschen oder direkt beim Menschen angegriffen wurde und dann schaltet dieser Hund eben in den Verteidigungsmodus. Das ist das, was seine Aufgabe im Rudel auch wäre, nämlich das Rudel zu verteidigen. Und wenn dieser Modus einmal angeknipst ist, kann es sein, man hat wirklich große Schwierigkeiten, das wieder aus ihm rauszukriegen. Ansonsten kann es sein, dass der Hund relativ unruhig ist. Es hilft ihm wahnsinnig, wenn ihr ihm eine Anweisung gebt. Denn es ist die Rolle im Rudel, die am wenigsten, also aus eigenem Motiv heraus handelt, sondern eigentlich immer auf die Anweisung eines anderen Hundes wartet. Das bedeutet, wenn der unruhig wird und nicht genau weiß, was er machen soll und ihr habt ihm zum Beispiel Platz beigebracht, dann kann das beim roten Polizisten wahnsinnig hilfreich sein, ihm zu sagen, tu jetzt das, dann weiß er, aha, dann hat er eine Anweisung und dann weiß er, was er ausführen soll. Allgemein ist der rote Polizist gut konditionierbar, auch ein super Sporthund. Man sollte nur ein bisschen aufpassen, dass man keinen zu aktiven Sport mit ihm treibt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt den roten Polizisten ein bisschen kennengelernt und habt vielleicht euren Hund wiedergefunden und versteht ihn jetzt ein bisschen besser.